Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir sind hier im Menü und wir verbessern jetzt erstmal ein bisschen zuerst diese Puckelgewehre. No? Achso, das kann ich hier aus dem Menü raus gar nicht machen. Das ist ja interessant. Okay, ich dachte, ich könnte das aus dem Menü raus machen. Anscheinend nicht. Dann machen wir das gleich, wenn wir an Land sind. Denn wir fahren zum lieben Benjamin Franklin, den wir ja aus Assassin's Creed 3 noch kennen. Hallöchen. Was bist du denn? Also ich weiß, dass das ein verlassenes Schiff ist. Das habe ich auf der Karte schon gesehen. Aber wir können doch, könnten wir doch jetzt erstmal machen, wa? Hallo? Einmal schneller bitte. Könnten wir hier? Nee, entern können wir das nicht. Anscheinend. Wir können da wahrscheinlich drauf. Aber war das nicht das Ding, das dann explodiert am Ende? So. Wir verlassen mal schnell das Ruder. Und stürzen uns in die See. Unauffällig schwimmen. Tauchen, ne? Unauffällig schwimmen, auch geil. So. Okay, das könnte jetzt sein, dass das explodiert, sobald wir eine bestimmte Zeit an diesem Schiff sind. Ich glaube, das war so. Ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber... Ja, eine Minute haben wir Zeit. Okay. Öffnen. Tabak. Okay. Was ist das nächste? Komm. Komm, go. Öffnen. Holz. Mal hier. Hallo, plündern. Ja, so viel scheint es da gar nicht. Scheint es da gar nicht zu geben. Der Serkerpfeile, Schlafpfeile. Ah, schön, schön, schön. Holz mal 7. Nee, hier scheint es aber auch nicht mehr zu geben. Da vorne lagen noch ein paar Typen. Die nehmen wir natürlich mit. Na, wenn es schon geht. 8, Schlafpfeile voll, der Serkerpfeile voll. So, das sollte es jetzt aber gewesen sein. So, geh mal hier schnell weg. Shay. Dann gucken wir mal, was mit dem Ding passiert. Ja, das Wasser ist ja zum Glück hier so tief an der Küste, dass das Ding sofort untergehen kann. Ja. Yes. Naja, komm, scheiß drauf. Wie kommen wir hier jetzt eigentlich hoch? Eigentlich wollte ich zur Hauptmission, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich den Kahn hier gesehen und ja, sofort Blut geleckt. Ich könnte Loot abgreifen. So, ja, hier drüber, yes, da oben. Mal die Kiste, wer steckt denn hier oben eine Kiste hin? Ne, das wäre so die nächste Frage. Yeah. Na, was war das denn, Shay? Das war gar nichts, wa? Das war mal gar nichts. So. Soll uns aber auch nicht weiter interessieren. Wir wollen zurück zum Alter, was hat die denn da vorne dran? Leck mich am Arsch! Das habe ich bisher überhaupt noch nicht gesehen. Das Ding schaut ja geil aus. Okay, kann man mal machen, wa? So. Hoch da mit dir. Hallo. So. Dort hinten ist die Hauptmission. Deshalb müssen wir noch ein bisschen fahren jetzt. Aber das ist nicht mehr viel. So, was ist das denn eigentlich für ein Ort? Meine Reisegeschwindigkeit noch kurz machen und dann können wir hier vor Anker gehen. So, noch ein bisschen. Der will nicht. Bloß weil sich das Schiff in die andere Richtung bewegt. Na geil. Upsala. So. Sleepy Hollow. Ob das ganze Ding hier so sleepy ist, werden wir sehen. So, und jetzt verbessern wir endlich mal
auch wieder unsere liebe Morrigan. Das kostet zu viel Geld alles. Stärke der Rundkugeln, genau. Wobei das... Boah, das reicht, glaube ich, gerade noch so. Für beide, würde ich sagen. Ja, Stärke der Rundkugeln. Und Stärke des Buckelgewehrs. Schön. Hat gereicht. Ja, das kostet alles Holz. Mannschaftsquartier. Größere Anzahl von Mitgliedern. Ja gut, das mit den Harpunen, das ist mir jetzt erstmal scheißegal. Ich gehe jetzt noch nicht jagen. Aber später vielleicht auch irgendwann. Ne? Ja, ist ja gut. Spiel. Ich habe es kapiert. Da ist zwar nichts verbessert worden an dem Schiff so, sondern bloß die Stärke der Kugeln. Aber kann man ja mal dann zeigen, ne? So, dort hinten ist die Hauptmission. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, mein Herr. Dies war nicht meine Absicht. Wo haben wir denn? Da haben wir. Ich dachte jetzt, die bewachen die Kiste, aber dem scheint nicht so. Die beiden, die da hinten stehen. Auf der Karte hat es ausgeschaut. Aber da sie es nicht machen, stört es mich auch nicht. Kirche von Sleepy Hollow. Ach, da oben ist der Aussichtspunkt. Naja, den machen wir mal schnell. Dann kennen wir uns hier wenigstens aus. Also was es hier so gibt und was es hier so nicht gibt. Du sollst dich nicht verstecken, du sollst da hoch. Okay, auf geht's. Komm. Hopp. So, genau so. Schaut schon ein bisschen so aus wie so ein kleines Dörfchen. Ob es verschlafen? Naja, verschlafen schaut es eher nicht aus. Aber ein kleines Dörfchen ist es. Haben wir Halloween? Nee, wann kam eigentlich dieser Halloween-Brauch nach Amerika? Weil der kam ja ursprünglich von den Iren. Aber die Iren sind dann, die hatten ja das Ganze mit irgendwelchen Rüben. Ne? Ja, da müssen wir hin. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich schauen, was es für Tiere gibt. Scheiße, echt. Jetzt muss ich mal ablenken. Grauwolf? Oh, Grauwolf! Ja, da wollen wir hin. Scheiß auf die Hauptmission. Wir wollen zu einem Grauwolf. Wie geil. Komm. Mach den Ding fertig. Sehr schön. So. Einmal häuten. Nee, du sollst nicht den Typen looten, du sollst häuten. So. Ja, was willst du denn? Ich hab dir gerade das Leben gerettet. So, wir müssen... Wir brauchen mindestens noch zwei weitere Grauwölfe. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob die Grauwölfe dann mit einem Schlag tot sind. Hier. Mit diesen Wurfpfeilen. Da wäre ich skeptisch. Gott, wäre ich sehr skeptisch. Was haben wir denn hier, meine Freunde? Na, ich muss sagen, meine Verteidigung wurde durchbrochen. So, was ist das denn? Ah, da. Da haben wir eine Templerkarte. So gefällt mir das. Finden Sie Gräber mit Hilfe. Was? Nordatlantik 370 minus 482. Okay, ja gut, können wir mal schauen, wenn wir mal Zeit haben. Ich brauche eigentlich noch einen Grauwolf. Also er käme mir sehr gelegen. Oh, fuck. Hab ich den? Ich würde mal sagen, ich hab den, ne? Ah, da ist er. Okay, das... Hat mich jetzt überrascht, dass der bloß einen Schlag braucht mit dem Ding. Aber okay, kann man mal machen. Ich hoffe, man kann die Viecher hier nicht ausrotten. Das wäre nämlich schon ein bisschen blöd. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die spawnen immer nach. So, meine Ah, da unten ist er. Da unten ist der Nächste. Ja,
bin eigentlich nicht so dafür, dass die Tiere da getötet werden, aber naja. Wir brauchen's. Werwolfsfell. Jetzt können wir nämlich etwas machen. Was sehr nützlich ist für uns. Und zwar können wir einen Beutel für Wurfpfeile herstellen. Na? Das ist doch mal ganz schön. Beutel für Wurfpfeile. Genau, und hier für das zweite Upgrade brauchen wir Buckelwallhaut. Das wird schon schwieriger. Na? Das wird dann schon schwieriger. Aber jetzt wollen wir erstmal zur Hauptmission wieder gehen. Das mit den Grauwölfen passt jetzt. Glücklicherweise. So, du kommst mal her. Schauen wir gleich mal, was du dabei hast. Wir haben jetzt wir haben neuen Platz für neue Pfeile. Was? Ach, das ist mit Wurfpfeile gemeint. Ach scheiße, ich hab's mir gedacht. Ich hab mir doch gedacht, das sind doch die anderen Pfeile. Aber was ist dann? Gibt's ja dann keinen Beutel für Luftgewehrpfeile. Oh. Luftgewehrpfeile, scheiße. Polarhasenfell und Rotwildhaut. Och nee, Leute. Och, das finde ich jetzt kacke. Scheißdreck. Ach, verdammt, naja. Ja. Gut, kann ich jetzt auch nicht erinnern. Hallöchen, Madame. Fiat Lux. Mission starten. Okay. Ihr seid spät. Es braucht sich was zusammen. Ja, das sehe ich genauso. Master Franklin, Sir. Ich heiße Shay und das ist meine Gefährtin Hope. William Johnson bat uns, euch das zu geben. Ah. Danke, aber ich fürchte, ich muss das Experiment verschieben. Verschieben? Warum? Die Armee hat meine Blitzableiter konfisziert. Leider sind sie unerlässlich, um Elektrizität in diese Schatulle zu leiten. Master Johnson würde Verzug nicht gutheißen. Vielleicht könntet ihr ja etwas tun. Die Soldaten schleppen hier ständig Dinge fort. Vielleicht könnt ihr sie fragen, wo meine Blitzableiter sind und sie mir zurückbringen. Steht zu Diensten, Sir. Beginnt eure Nachforschungen am Markt bei den Docks. Ich helfe hier bei den Vorbereitungen. Okay. Warte mal kurz. Das ist unerträglich. Ich kann meine Forschung kaum noch durchführen. Was? Entfernung zum Ziel verringern? Oh. Heutzutage Metall. Yeah. Oh, wir haben... Ja, ich wollte jetzt eigentlich bloß kurz diese Truhe holen, aber naja. Wenn er meint... Wenn er meint jetzt, wartet mal kurz. Warte mal. Na, Gott. Komm hoch da. Auch mit dir. Ah, kurz Nase jucken. So. So, jetzt kommen wir da. Yes, wir haben den Shanty. Einen weiteren. So. Ja, ich weiß, dass wir das Adelauge da hinten aktivieren sollen. Hm? Blood Red Roses. Haben wir erhalten. Aha, was haben wir denn hin? Adelauge. Mit dem Adelauge können Sie interessante Dinge finden. Wenn Sie es benutzen, werden Tiere und Gegner... Ja, das wissen wir eigentlich schon alles. Wenn Sie das Adelauge benutzen, können Sie 10 Gegner oder Tiere markieren, indem Sie sie einfach ansehen. Wenn sie markiert sind, können Sie diese Gegner sogar durch Wände hindurch sehen, selbst ohne Adelauge. Ja, wissen wir auch. Beschatten. Adelauge einsetzen, um das Ziel in Sichtfeld halten. Ja, ich weiß. Wo das Lagerhaus ist, Soldat. Das kann ich mir vorstellen. So, mein Freund, wo willst du hin? Warum kann ich den nicht einfach wegmachen? Das ist eigentlich die andere Frage. Nicht umsehen, aber ich glaube, ich werde verfolgt. Nicht umsehen, ich denke. Ich einfach nur, ich war im Blick. Mal schauen, wo er hin will, der Herr. Ah, ich muss...
Ein bisschen rennen. So. Jetzt haben wir wieder markiert. Apropos Blitzschild, da scheint ein Sturm aufzuziehen. Ei, hoffen wir erwartet, bis wir Dienstschluss haben. Scheiße, das Sperrgebiet. Das absolute Sperrgebiet. So. Oh, wir sehen ihn nicht. Da ist er. So. Ah, weitere Schützen haben wir. Oh fuck, ich muss den mal ganz schnell wegmachen. So. Ja, nicht, dass der uns hier noch irgendwie verrät. Ja, ich darf nicht rennen, verdammt. So, schauen wir mal hier durch. Wo will der Typ hin? Gut, stell's zum Rest. Blitzableiter erbeuten. Wo ist er? Ach, da hinten. Da hinten ist der Blitzableiter drin. Okay. Gut. Dann schauen wir, dass wir den Blitzableiter bekommen. Das hört er nicht mehr. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie wir den bekommen. So, rein mit dir. Das geht auch ganz untödlich. So, 305. Bruchbeile, Blitzableiter. Ich frage mich, was Master Franklin mit den Stangen vorhat. Wir haben das optionale Missionsziel auch erledigt. Ich kehre zu Franklin zurück. Oh, Sturm wird schlimmer. Naja. Da ist ein Blitzableiter wohl dann unerlässlich. Wa? So, begeben wir uns jetzt mal hier hinten rum. Ich will mich jetzt nämlich immer noch ungern sehen lassen. So. Dann kommt er da, ja, der kommt hoch schon. Okay. Rüber. Du dürft ihr eigentlich nicht schwimmen. Ja. Nicht schwimmen? Ich hab doch eine Brücke. Okay, das ist jetzt interessant. Warum es heißt nicht schwimmen? Ich kann mir gerade irgendwas vorstellen, dass dieses Ding jetzt gleich einbricht. Oh. Da vorne stehen Typen. Von daher sollten wir lieber am Rand entlang gehen. Na? So. Ich glaube, das hätten wir dann auch, das optionale Missionsziel. Nicht schwimmen. Also das... Nicht schwimmen, um an der Ding vorbeizukommen, vielleicht ich... Aber ansonsten könnte ich mir das nicht erklären. Gott sei Dank! Schnell! Hilf mir mit den Stangen! Eine Karte. Wo ist das? Portugal. Lissabon, da bin ich mir sicher. Macht euch hinfort, Shay. Die Miliz trifft jede Minute ein. Sie werden Fragen stellen. Was ist mit euch? Ich bin bloß eine Hausfrau. Richtig. Mission abgeschlossen. Nicht entdeckt werden, aber nicht schwimmen, haben wir auch. 100% Synchronität. Und wir müssen anscheinend nach Portugal. Nach Lissabon. Und wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.